Ein lang ersehnter Tag der Freude durfte am Christberg im Silbertal erlebt werden. Der vermisste Altar aus dem 15. Jahrhundert ist wieder nach Vorarlberg zurückgekehrt und steht nun bis Ende September an seinem Ursprungsort. Ja, das ist wirklich ein Freudentag. Heute ist nicht nur Sonntag, es ist auch Feiertag. Und es ist wirklich großartig, dass der Altar jetzt in der Kirche ist für die nächsten 4 Wochen zur Ausstellung. Und ich bin also froh, dass er hier ist und die ganzen Silbertalerinnen und Silbertaler. Natürlich auch. Ja, das ist die Besonderheit. So etwas, was ja 200 Jahre hier war, im Kirchlein, ist schon eine tolle Sache. Aber es ist so, im Silbertal hat man dann die neue Kirche geplant, 18. Jahrhundert im Anfang. Und dann haben sie gesehen, ja, wir haben zu wenig Geld. Wie machen wir das? Jetzt verkaufen wir das Altar, dann können wir ein bisschen mehr machen da unten. Und so kam es, der Verkauf. Und so ist es halt heute, dass er weg ist und doch wieder gekommen ist. Eine Reihe von glücklichen Zufällen haben es also ermöglicht, das Kunstwerk wieder zu lokalisieren und in Vorarlberger Besitz zu bringen. Ich bin im Grunde genommen ein Wiederentdecker dieses Werkes, denn die Existenz dieses kleinen Bergknappenaltares, so hieß er früher, ist schon seit dem Zweiten Weltkrieg der kleinen Fachwelt gegenüber bekannt gewesen. Er ist immer wieder benannt worden, ohne Abbildung, aber eben halt man wusste, dass er existiert und man wusste auch, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwo im deutschen Privatbesitz ist. Und da habe ich gesagt, und wenn ich dann mal weiß, dass er wieder aufgetaucht ist, dann melde ich mich natürlich. Denn er hat mir ja auch erzählt, dass man 1960 vergeblich mit diesem kleinen, geringen Finanzetat diesen auch ersteigern wollte und es nicht gelungen ist. Die Fügung hat es wohl so haben wollen, denn trotz großer Enttäuschung bei der Versteigerung geschah sowas wie ein Wunder. Wir haben damals schon diesen Altar immer wieder in der Theorie vor uns hergewälzt, eben nicht besitzend, nicht habend, auch nicht wissend, wo er ist. Und dann jetzt als Direktor vom Landesmuseum hatte ich die Chance, als er dann bei der Auktion 2015 in München auf einmal auftauchte, hier federführend tätig zu sein. Also wir haben ihn gekauft. Ja, da waren also einige Personen beteiligt diesbezüglich. Und es musste einfach sein, da gab es eine Fügung, es musste so kommen. Mit der Restaurierung war es dann auch noch nicht getan, denn der Transport von Bregenz bis auf den Christberg musste sorgfältig durchgeführt werden. Kein einfacher Weg, auch für Geübte. Die Gelder der Ausstellung sollen den Sanierungsarbeiten der Kapelle St. Agatha dienen. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt jedoch noch vorhanden, wobei gute Hoffnung für eine positive Wendung in der Zukunft besteht. Es ist so, der Altar ist im Originalzustand mit einer kleinen Ausnahme, die Mittelfigur, also Mittelschreinfigur, ist ein heiliger Georg, man sieht ihn auch jetzt, den heiligen Georg, ist aber nicht die Originalfigur, die ursprünglich im Altar stand, die ist irgendwann in den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts von einem privaten Besitzer, den wir nicht kennen, ausgetauscht worden. Das heißt, wir haben jetzt eine andere gotische Figur drin, die man sieht, auch optisch etwas zu groß ist, also da sollten wir noch irgendwann ans Original kommen. Vor kurzem war es sogar so weit, dass sie an einer Auktion in Köln auch zu haben war, aber da waren wir chancenlos. Also wir sind bei 34.000 Euro ausgestiegen, das konnten wir uns nicht leisten. Die glückliche Geschichte des Silberberger Flügelaltars ist also noch nicht ganz vollendet, doch es besteht gute Hoffnung, auch noch ein weiteres positives Ergebnis in der Zukunft zu erzielen. Wir haben auch versucht, jetzt auch über das Auktionshaus Kontakt aufzunehmen, noch haben wir keine Antwort. Das ist auch erst vor kurzem passiert. Hoffentlich wird der Christberg wieder einmal seinem Namen gerecht, denn es scheint so, als würden dort wahrhaftig Wunder geschehen.